Hi, ist der Jürgen aus Thailand. Und wer noch? Hallo? Hallo. Ja, Ploy auch. Ja, wir machen heute mal ein ganz kurzes Video. Wir hatten ja uns schon mal darüber unterhalten, dass wir ja Tiere hier auf der Farm haben. Aber wir haben euch ein paar Tiere noch gar nicht vorgestellt. Wir sind gerade dabei, Leben zu retten. Ja, wir haben auch Fische hier, aber so kleine Zierfischlein. Ich drehe euch dafür mal rum. Da könnt ihr mal sehen, wir müssen jetzt mal Wasser tauschen. Die leben bei uns ja in einem ganz schmalen Bottich. Hier haben wir schon welche gerettet. Und die fischen wir gerade raus. Jo. Wir sieben die quasi aus. Schwarzfarbe. Ja, die haben eine schöne Farbe zum Teil. Aus diesem Bottich. Wie man jetzt erkennen kann, Wasser ist ziemlich hin. Wasser haben wir jetzt auch ein bisschen abgepumpt. Aber da sind viele Fische drin. Und besonders auch sehr, sehr kleine. Die holen wir jetzt mehr oder weniger mit dem Löffel raus. Ich halte mal hier rein, hier kann man sehen, der Ploy hat jetzt gerade einen auf dem Löffel. Die sind auch sehr klein, noch im Wachstum. Natürlich auch größere, klar. Da haben wir einen schönen. Ja, so fischen wir die jetzt raus. Haben wir uns gedacht. Ja, wir füttern die jeden Morgen so ein bisschen, bekommen die. Und jetzt ist uns aufgefallen, dass das Wasser umgeschlagen ist. Aber wir hier eigentlich auch gar keinen Wassermangel haben. Und ja, den Tieren mal was Gutes tun, das Ding mal reinigen, diesen Bottich. Und dann kommen die wieder da rein. Ja, so haben wir dann auch keine Langeweile. ich gehe gerade mal mit euch kurz nach hinten, um euch mal zu zeigen, wie sich innerhalb von Tagen hier alles verändern kann. Und zwar haben wir ja hinten noch so ein brachliegendes Stück, von dem wir sprachen. Da ist ja eigentlich immer in der Regenzeit Wasser drin. So, jetzt haben wir mittlerweile im 8. Tag kein Wasser mehr. Aber dann haben wir auch mal ganz schnell kein Wasser mehr da, wo vorher Schlamm war, beziehungsweise Gestrüpp. Ich drehe euch dafür jetzt noch mal rum. Dann könnt ihr auch mal sehen, unser Haus macht auch Fortschritte, aber das ist jetzt im Moment nicht so der Fokus drauf. Ich wollte euch mal zeigen, wie sich das hier doch verändert. Unser Haus, die Erde ist aufgeschüttet. Mussten wir auch, weil ihr jetzt gleich sehen werdet, woraus sich hier eigentlich das Grundstück ja besteht. Ich drehe euch mal rum. Hier war vor Tagen noch Wasser. Da kann ich jetzt reinwandern. Und das ganze Grundstück ist normalerweise übersät mit solchen Felsen. Brauchen wir uns dann nicht drüber unterhalten. Hier ist mit Reisanbau nichts. Ja. Da hier haben wir noch ja, Gestrüpp stehen ohne Ende. Ja, müssen wir dann jetzt irgendwann mal ran und dann mit 3-4 Leute, ja, mit Mähern und alles Mögliche, was wir so finden können, dann mal Platz da machen, weil wir doch vorhatten, dann irgendwann hier die Sache auch mal mit Erde aufzuschütten. Also ihr könnt euch vorstellen, dass hier zwischen nur ja vor Jahren noch Kühe gegrast haben von meinem Schwager und ja, die starksten dann hier zwischen den Felsen rum und suchten was Essbares. So. Und wir haben ja gesagt, wir wollen bauen und hatten vor 3 Jahren meine Schwiegereltern angewiesen, uns aufzuschütten. Ich mache gerade mal hier so einen Schwenk rüber zu unserem Bau. Da, ich gehe mal mit euch dahin. Ja, mittlerweile haben wir heute Morgen den 3. Pfosten schon hier stehen. Ich habe keinen Gimbal gerade. Ich mache das gerade nur mit der Hand. Ja, da würden 3 Pfosten schon stehen.
Ja, nur mal kurzes Video von uns. Also wie gesagt, wir retten hier gerade Leben. Ja, und da machen wir jetzt weiter mit. Wünschen euch einen schönen Tag. Ich sag's der Jürgen. Tschüss. Ja, Abo nicht vergessen. Ja, wir werden immer wieder mal was Neues zu berichten haben, weil hier sich immer wieder neue Ereignisse auch auftun. Einen schönen Tag noch. Ja, Abo nicht vergessen. Tschüss.